Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play My Time at Portia, wo wir gerade die Information bekommen haben, hey, heute ist ja das Fest der Wintersonnenwende. Mensch, da ist ja in der Vergangenheit wieder ein perfekter Ort, perfekter Zeitpunkt zum Speichern gewählt worden, beziehungsweise, Entschuldigung, um die Aufnahme zu beenden. Und ich glaube, wir mussten die Quest noch abgeben, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche. Gut, die Frage ist, wie spät beginnt die Wintersonnenwende, also das Fest dafür, und einen leckeren Feiertopf zu genießen, trotz der Kälte. Sollten wir da jetzt irgendwie noch was zu essen mitnehmen? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich muss gerade mal eben kurz auf den Kalender gucken. Das fängt um 10 an, geht bis 15. Und oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich guck mal eben, ob wir Post bekommen haben. Vom Rathaus, also das sieht zumindest schon mal gut aus. Lieber Bürger, am Samstagmorgen halten wir eine Öffnung für das Portia Museum ab. Bitte kommt vorbei, wenn sich das Portia Museum eine Hauptattraktion unserer Stadt sein wird. Okay, hilft uns allerdings nichts in der Hinsicht der aktuellen, des aktuellen Fests. Wir nehmen sonst einfach mal ein bisschen was zu essen mit, würde ich sagen. Sicher ist sicher. So, hier gucken wir mal, Holzkohle ist abgeschlossen. Können wir da nicht direkt nochmal eine Rutsche anschmeißen? Ja, würde ich sagen. Und ich mache mal ein bisschen nach. Ansonsten hier, das läuft. Okay. Hier, das läuft auch noch. Haben ein paar Stahlplatten gemacht, wofür auch immer. Ich glaube auf Vorrat. So, und dann... Ja, ja. 2 Stunden bis Sonnenwendenfeuertopf. Achso, nee, das ist das falsche Schaf gewesen. Okay, meine Schafe sind an sich auch groß, aber ich muss sie natürlich bis 116% streicheln. Und du auch nochmal. So, wie sieht's mit Essen aus? Oh, gar nichts mehr, das ist nicht so gut. Dann würde ich sagen, was haben wir denn momentan? Weizen, Kopfsalat, Honig, Schichtkarotte bringt sehr viel, Maiskugeln bringt relativ viel. Ja... Aroma-Äpfel könnten wir auch reinschmeißen, aber ganz ehrlich, die würde ich lieber nehmen, um getrocknete Apfelringe zu machen, weil die sind cool. So, hinzufügen. So, dann habt ihr heute nicht so viel gekackelt. Alles klar. So, dann packen wir mal die Klamotten, die wir bekommen haben, wieder da rein. Und ich schmeiße mir die nach oben, damit ich auch sehe, dass ich die auch verkaufen muss. Holz haben wir gerade nicht dabei. Das, das und das. Dann erztechnisch gerade nichts. Ja, aber da haben wir nämlich einmal hier Holz, das Zeug, den Kott. Kommt von Cotton Eye Joe. Äpfel, Honig. Honig, Milch, Gummifrüchte und hier nochmal den fertigen Honig. Alles klar. So, dann sollten wir irgendwas für den Topf mal einpacken, wenn wir gerade schon mal hier sind. Feurigen Feuertopf. Ja, wie wär's denn mal mit ein bisschen Chili-Pfeffer? 400. Ich hoffe mal, das ist in Ordnung. Ich nehme zur Sicherheit nochmal ein bisschen was anderes mit. Zum Beispiel nochmal eine Kartoffelfrucht und ein bisschen Mais. Okay. Dann hoffe ich mal, dass wir da auf dem besten Wege sind. So. Auf geht's, Pferdeli. Wir haben auch zwei Quests. Huch, das war falsch. Hier sollen wir Portia... Ach so, das ist wahrscheinlich die, die wir sowieso noch haben. Und was ist mit der anderen Geschichte gewesen? Gut, ich guck das später mal nach. Ach, der Akt kommt auch. Wintersonnenwend-Tutorial. Emilys Marktstand. Hier kannst du Nahrungsgegenstände kaufen. Die Schärfe des Feuertopfs, je stärker sie wird, desto heißer wird es. Rüste den Nahrungstyp in die Schnellleiste aus, nähere dich dem Feuertopf und eine Option wird erscheinen. Okay.
Das Symbol auf dem Kopf der Person zeigt an, dass sie Kopfsalat im Feuertopf haben möchte. Okay. Wenn du Kopfsalat in den Topf wirfst, verbessert sich die Beziehung zu dieser Person. Kannst du mal teilnehmen, nachdem du 10 Nahrungsgegenstände hinzugegeben hast. Das Essen wird einige deiner Fähigkeiten für begrenzte Zeit verstärken. Okay, das, ich glaube, Learning by Doing, würde ich sagen. Komm, weißt du was, Pferdchen, du gehst mal bitte nach Hause. Sonst rennst du mir die ganze Zeit nur vor der Nase rum. Erstmal gibt's eine Vorschau. Thank you all for gathering here today. Before we start, I invite Minister Lee to deliver a sermon for us. Minister? Die reden gerade sehr leise. Oh, das ist unsere Ginger. Thank you, Gail. Well, nice having everyone out on this very cold day. I'm going to keep this short, since the smell is oh so good. Django, you're getting good at this. I'm going to tell the story of how the winter solstice tradition got started. Long ago, in the bleakest period of the Age of Darkness, there was no light to be found. People rose in the morning and went to bed at night in total blackout. Food was scarce, and the crops were failing, and it was cold. Very, very cold. Vor allem, wie einfach jeder so daran teilnimmt, einfach so uninteressiert hier vorbeigeht. Many people died. On an especially cold winter solstice, a few of the stragglers started a fire to keep warm. When one of them suddenly said, I still have a can of beans. Let's heat it up and share it. Someone followed by saying, that's not enough. I still have some mushrooms. Let me put that in as well. One after another, people gave up what they had left. By the time they were done, the pot was full of wonderful and filling things. These people ate and laughed and went on to survive that day, and the next, and the day after that, until the sun finally came out. Even though we're seeing better times now, we need to remember what got us through those dark times. We shared what we had, helped one another, and together we made our current world possible. So please, never forget that. God bless. Ja, okay. Thank you for that wonderful sermon, Minister. Now then, everyone, let's throw in what we have. That smells so delicious. Let's get ready to eat. Machen wir. So, erstmal hier. Hi. Na? Celebration always brings a smile to my face. It's so warm and comfy here. I do get a little jealous, though. Yes, I can't eat anything spicy thanks to my condition. Oh, das ist aber doof, dass sie nichts zu essen, dass sie nichts essen kann. Ich gebe erstmal hier schnell die Quest ab. Let's see here. Not too shabby. Good form. This will do. I'll have this installed soon. Thank you. Boah, Beziehung hat sich verändert. Hier, Gail ist jetzt ein Bekannter. Nice. So, jetzt pass auf. Ich kaufe ein paar Zutaten. Emily's Marktstand. Frage ist, ich mach mal kurz meine Leiste hier frei, weil ich nicht weiß, was ich alles dafür benutzen sollte. So, wir können hier Eier kaufen. Zucker. Es gibt hier sehr, sehr viel, was wir machen können. Ich würde sagen, Fleisch ist immer gut. Gönnen wir uns einfach mal. Wir kaufen einfach mal alles leer, dann kann niemand anders das mehr machen. Eier sind auch okay. Kartoffelfrucht haben wir dabei. Also die drei Sachen, die sollten wir auf jeden Fall auch dann schon mal runterziehen. Wahrscheinlich hätten wir auch, ja, wir hätten alles von zu Hause mitnehmen können, aber gut. Ein bisschen Salz, glaube ich, ist nicht verkehrt. Koriander. Natürlich noch Koi-Karpfen, Seeteufel, Wimpelfisch. Wir nehmen die mal mit. Da konnte ich auch noch irgendwie was aus. Ah, ich habe das Rezept mal irgendwo aufgeschrieben. Da Wimpelfisch, Ingwer. Und noch irgendwas. Ah, verdammt. Ich habe es letztens weggetan, weil ich dachte, er braucht sowieso nicht mehr. Kumin. Bisschen Zimt. Feuerfisch. Palmenjujube. Okay, der Feuerfisch ist sehr teuer.
nehmen die Dinger nochmal mit. Okay, und dann probieren wir mal. So, wie läuft das jetzt? Wahrscheinlich geht es gleich erst los. Ah, Feierlichkeit beginnt. Okay. Zutat hinzufügen. So, mal hier. Pilze habe ich nicht. Eier. Oh, das habe ich auch gesehen. Salat, Salat, Fleisch. Da wurde meine Bekannte. Nice. Okay, ah, ich habe im Prinzip verstanden, wie es funktioniert. Aber das ist nichts, was ich habe. Okay. Gerade sind sehr wenig Zeichen über den Köpfen. Wenn ich einfach sowas rein tue, dann bringt es erstmal nichts. Da ist Fisch, noch mehr Fisch. Komm, machst du mal ein bisschen Salz rein. Immer wieder was, was ich habe. Oh, Fleisch. Fleisch ist immer gut. Gut, dass wir Fleisch gekauft haben. Oh, Salz habe ich auch. Boah, die Beziehung zu Dava hat sich verbessert. Das ist nice. Wie gesagt, ich finde es halt immer cool, dass wir andere damit auch mitleveln. Wow, so heiß. So, hier die Sonja ein bisschen besser. Und noch mehr Fleisch. Fleisch ist echt beliebt. Keine Vegetarier hier. Okay, Eier. Für die Dolly. Komischen Zucker. Bambus-Papaya habe ich leider auch nicht dabei. Hummerscheren habe ich nicht. Aber Salz habe ich. No, nein, nicht für die Merlin. Kopfsalat, die Dinger. Ich glaube, Schichtenkarotte, was das war. Also im Prinzip, es kommen nur Sachen, die wir halt in dem Shop von der... der Emily kaufen konnten. Ach komm, Leute, wollt ihr nichts mehr haben? Dieses komische Steinsalz. Hab ich doch nicht. Der Mint. Ja, der möchte natürlich so exquisiten Feuerfisch haben. Herr Ingenieur. Ingwer. Wer will denn da Ingwer drin haben? Ih. Tobi. Vielleicht ein bisschen Fleisch mal. Fisch, Zimt. Ja, Zimt habe ich eigentlich bewusst nicht genommen. Wimpelfisch wollte noch keiner haben. Ach Leute, komm schon. Komm schon. Leute. Fleisch wollte sich keiner. Diese komische Krammschere. Wow, so heiß. Was ist denn? Oh, habe ich noch. Ah, endet. Alles klar. Habe ich aber noch geschafft zuletzt. So. Oh, jetzt hätte ich gar nicht mehr von essen. Bisschen doof. Wie, jetzt einfach vorbei? Keine Abschlussrede, nix. Wo wollen die denn jetzt alle hin? Hä? Gibt's da was umsonst? Die rennen alle zu meiner Farm. Okay, was passiert jetzt hier? Hier steht noch wieder irgendein Tisch. Geschenkaustausch. Achso, das ist hier von diesen Marken. Bin gespannt, was kommen wird. Der Ack. Ja, 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 ja. Kann ich eigentlich schon mal wieder meine Sachen runterziehen? Ich denke schon.
So. Wenn du mal Schneeballschlacht teilnehmen willst, melde dich hier an. Oh, wir können mal wieder eine Runde Schneeball werfen. Ja, geil. Das kennen wir ja noch, das Spielchen. Das wird nichts mehr werden. Ach komm. Vielleicht einfach nur mal um ein paar Münzen zu generieren. Da hinten einfach dieser Kackhaufen liegt. Was ist los? Hat keiner mehr Lust? Sag mal, wie soll man das denn schaffen? Ich war schon direkt mit dem Cursor drauf und habe direkt geworfen. Toll. Hä? Toll. Da, peng. Also ich kriege nicht mehr. Da, die Carol oder wie sie hieß. Bam, bam. Oh, hä? Die haben wir jetzt vorne erwischt? Wie geht das denn? Der Doktor dahinter. Guck. Toll. Bam! So, noch mehr Kollegen bekommen. Wir leveln dadurch so extrem viel. Das ist Wahnsinn. Achso, nee, die Marken kriege ich ja immer mit der Post zugeschickt, wenn. Ja, nice. War auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben im Endeffekt nichts geschafft. Aber ich bin trotzdem glücklich. Na gut, das heißt nichts geschafft. Wir haben die Beziehung von vielen Leuten verbessert. Das sollte man schon nicht unterschlagen. Alles klar. So, und dann schauen wir mal eben, dass wir die Sachen wieder ablegen. Ah, und verdammt, wie ging jetzt nochmal dieses eine Rezept? Wimpelfisch war drin, Ingwer weiß ich war drin und noch irgendwas. Achso, die muss ich ja wieder so reinlegen hier unten. Zack. Nein. Die Musik erinnert mich gerade so ein bisschen an Zelda, finde ich. So Ocarina of Time mäßig so. Also nur ein bisschen moderner. Nicht so 8-Bit mäßig. So. Das kommt auch hier rein. Ingwer. Was war es denn noch? Kann ich vielleicht nochmal eben bei den Rezepten, die ich kenne, was gucken? Moment. Vielleicht kriege ich es da nochmal raus. Kochrezept? Nein. Fischbrei, Goldlachs, Ei und Salz. War das Ingwer und Salz? Wimpelfisch, Ingwer, Salz. Vielleicht probieren wir das uns einfach mal eben. Muss ich nochmal schnell das zur Seite legen. Wimpelfisch? Ein Ingwer und einmal Salz.
nicht mehr ganz sicher, ob es das gewesen ist. Neues Kochrezept. Scharfe Fischsuppe. Ja, es war richtig. Also zumindest haben wir ein Gericht hergestellt. Stellt Ausdauer wieder her. 20 Ausdauer, 7% maximal Ausdauer. Okay. Ja, nice. Komm, ich mach das gerade mal so. Gut, dann machen wir nochmal unseren Tagesabschluss. Finde ich sehr nice. Dann ist es jetzt erst recht ein erfolgreicher Tag gewesen. So, hier Zinnlegierung. Rababum. Alles klar. Hier die Dinger müssten auch fertig sein. Si, Signore. Si, Signore. In die... Ja, okay, wir haben keine Tagesquest mehr bekommen, aber sei es drum. Wir hatten heute auch andere Dinge zu tun. Das kommt... zu hochklippen. Ja. Mit dem Cursor kommt. So, das kommt hier rein. Die Zinnlegierung habe ich hier nicht drin. Stahlplatten und Zinnlegierung. Okay. Macht es vielleicht Sinn, nochmal Stahlplatten zu machen? Ich mache einfach nochmal ein paar. Eine Eisenholzdiele. Vulkanische Ziegel, vulkanische Gestein. Okay, wir haben noch so viele Ressourcen, die wir noch gar nicht kennen. Krass. Okay. Ja, haben wir noch irgendwas? Oh, wir haben noch einen Brief von Gale. Hallo Kidmar, danke, dass du am Schneeballstand. Also, okay. Schneeballstandabzeichen, Glücksplane, Hasenschneemann, Sonnenwendenbaum. Oh, wir kriegen richtig viel. Cool. Was machen die Sachen denn alle? Hier so eine komische Glücksplane. Ohne man bedruckt mit alten Wort für Glück. Kann an der Wand gekleistert werden. Maximal Ausdauer plus 2. Ja, das würde ich sagen, stellen wir mal auf. Einfach nur, weil es cool ist. Den so nicht jeder hinbekommt. Von Geschenkaustausch. Okay, ist das einfach nur zum Verkaufen? Ein Baum, der während der Feierlichkeit zur Wintersonnenwende verwendet wird, der Leute verzehren gerne einen Schmuck mit Dekoration. Ganz ehrlich, den würde ich mir ganz gerne hier draußen mal hinstellen. So. Einfach nur, weil es schön aussieht. Und ganz ehrlich, diesen Schneemann können wir doch daneben packen. Nein. So. Ist irgendwie süß. Okay, das packen wir ins Haus. Die Medaillen, die können wir... hier einsortieren, wobei ich nochmal gucken müsste tatsächlich. Ob die Medaillen, die ich jetzt gesammelt habe, reichen, um uns was zu kaufen. Der Shop müsste noch dastehen. Ja, der steht doch da. Ausgezeichnet. Weil wenn dem nämlich so wäre und wir kriegen das, was wir uns nicht leisten konnten. Ich glaube, das war die Hose oder was? Ja, wir könnten auf jeden Fall eine Hose jetzt kaufen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, auf Nummer sicher gehen. Was war denn das nochmal gewesen? Das war schon sehr nice. Die Hose, traditionell aus Maidi. Die ist von Heidi, aus Maidi. Die könnten wir austauschen und uns dafür so eine Frosthose mal zulegen. Freizeitkleidung. Okay. Hier. 80 und 30. Schneeballkriegerflagge. Frosthaube. Die bringt's nicht. Die ist schlechter als unsere Mütze. Dieser Frostmantel ist etwas besser als das, was wir haben. Obwohl schlechteres Level. Aber ganz ehrlich, ich hole mir erstmal die Hose hier. Um Gottes Willen. Das sieht auch gar nicht
scheiße aus oder sowas. Ach, du ahnst es nicht. Ja, gut. Aber es hilft halt mit den Stats. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal, wenn wir mehr Geld haben und uns alles Mögliche leisten können, die Möglichkeit, uns ein richtig cooles Outfit zusammenzustellen, nicht mehr so Patchwork-mäßig herumzulaufen. Was dann auch von den Stats her einigermaßen sinnvoll ist. So, die Hose behalte ich trotzdem nochmal. Einfach nur, wenn wir uns mal umziehen möchten. So, hier noch so eine. Alter, wie groß ist die denn? Pack ich jetzt mal hier hin. Ist zwar nur Ausdauer plus 2, aber sei es drum. Okay, so, dann würde ich sagen, wir hauen uns etwas hin. Ah, sehr erfolgreicher Tag, sehr nice. Also das Wintersonnenfest, das gefällt mir sehr gut. Hat so ein bisschen, ich muss mal wieder diesen kleinen Stardew Valley-Schlenker machen, mit dem Luau-Fest von Stardew Valley zu tun. Denn da gab es ja auch etwas, wo alle zusammen etwas kochen konnten. Und ja, nur man konnte halt da nichts gewinnen. Hier kann man wenigstens noch die Beziehung zu den einzelnen Leuten verbessern. Wie sieht die eigentlich momentan aus? Kann ich das hier auch Soziales, war das gewesen? So, Sonja nach wie vor noch unsere beste Freundin hier. Das finde ich immer noch sehr merkwürdig, die Ginger. Gut, bei der haben wir jetzt natürlich da nichts verbessern können, weil die hat halt nicht mitgegessen. Django, Gale ist ein Bekannter. Warum haben wir manchmal die Sternchen, manchmal die Herzen? Verstehe ich nicht. Heißen die Sterne vielleicht, mit den Leuten können wir nichts mehr anfangen? Herzen heißt, mit denen können wir noch zusammenkommen oder sowas? Antoine. Ich vermute mal, dass das das bedeutet. Weil was anderes könnte ich mir darunter nämlich jetzt nicht vorstellen. Oh, mit Papa Bär kann man nicht zusammenkommen. Mit Ack auch nicht. Finde ich aber doof. Higgins. Es gibt sogar noch 4 Leute, die wir noch gar nicht kennen. Krass. Wir haben immer noch nicht alles gesehen. Das ist echt hardcore. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann, ja, ich habe noch gar keine Ahnung, was denn überhaupt sein wird. Das war ja jetzt mehr so, wir leben in den Tag hinein. Aber es gibt bestimmt noch irgendwas zu tun. Am Samstag war ja das Museum eröffnet. Jetzt müsste im Spiel, glaube ich, Mittwoch sein. Und wir haben auf jeden Fall noch ein paar Tage, um irgendwas zu erledigen. Wir finden schon etwas. Es gibt immer etwas zu tun. Das wisst ihr ja. Nächstes Mal dann mehr. Bis dahin, danke fürs Zusehen und adios, amigas.